Hi und herzlich willkommen hier auf pierosini.com, die Weinshow. Und wieder verdammt froh, dass ihr zurück seid. In der letzten Folge gab es vom Weingut oder von der Familie Lageda aus dem Südtirol zwei sehr schöne Weißweine. Heute werden wir mal sehen, wie es bei denen beim Rotwein aussieht. Bin da sehr, sehr gespannt. Den Wein, den ich heute für euch habe, ist hier der Merlot 2008 von Tenute Lageda. Die letzte Folge ja auch geschaut haben, wissen ganz genau, Tenute Lageda, aha, alles Trauben aus, aus eigenem Anbau. Und Merlot, eigentlich sehr interessante Rebsorte, macht sehr spannende Weine, sehr viele auch belanglose Weine. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was hier der 2008er heute zu bieten hat. Ja, der Wein, wie gesagt, kommt von der Lage, es ist ein Lagenwein, Pungel. Genauere Bezeichnung bzw. wie groß die Lage ist, kann ich euch leider bis jetzt auch noch nicht verraten. Ihr könnt es aber natürlich hier unten posten, wenn ihr wollt, falls jemand irgendwie was weiß. Die Rebstöcke teilweise sehr alt, bis zu 50 Jahre. Der Wein wird circa zwei Drittel Neubelegung französische Eiche ausgebaut über einen Zeitraum von 18 Monaten und wurde schon ein bisschen gelagert. Ergebnis haben wir jetzt hier. So, die Farbe, es ist so ein, hat eine sehr schöne Transparenz, also ist jetzt nicht so total dunkel. Und es hat doch schon, ist so ein typisches Ruby Red. Das ist gut. Also man merkt schon so die Eleganz. Hat so ganz wirklich feine so Röstaromen, ein bisschen so Kirsche, viel Pflaume. Schlankpflaume. Wow. Schöne Kräuternoten, auch so ein bisschen so was Pfeffriges, also ganz leicht nur. Man merkt, das ist schon ein sehr anspruchsvoller Wein. Also mir gefällt der sehr, sehr gut. Die Nase, wie gesagt, bekommt von mir sehr gute Auszeichnungen. Und jetzt wollen wir mal probieren. Sehr ordentlich, also sehr, der Wein hat irgendwie so was Schlankes, trotzdem sehr maulfüllendes, sehr viel also rote, schwarze Beerenaromen, hat so eine ganz obendrauf so eine dezente Röstnote, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Von den Tanninen her und von der Säure auch sehr ausbalanciert, also die Säure sehr erfrischend, die Säure fein, aber schon sehr, sehr rund. Und man merkt so auch beim Abgang her, hat so was Würziges in Kombination mit diesen roten, schwarzen Beeren. Also sehr, sehr, sehr gut. Ja, das war's auch schon für heute. Sehr kurz, sehr knapp. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Clip.